Wenn das Herz auspresst, muss noch eine Zeit haben, dass es sich wieder fühlt. Wir haben das Projekt Kids Save Lives ins Leben gerufen, beziehungsweise diese europäische Initiative übernommen, weil wir im Dienstbetrieb sehr oft sehen, dass Ersthelferinnen, Ersthelfer nicht genau wissen, was sie machen müssen, wenn es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt. Und das Wichtige ist aber, es muss etwas gemacht werden. Ab dem Zeitpunkt, wo das Herz stillsteht, tickt die Uhr. Darum ist es so wichtig, dass die Ersthelfer Hand anlegen. Am besten ist es, an den Schulen anzusetzen. Da gibt es viele Initiativen schon innerhalb Europas. Und darum haben wir uns diesem Kids Save Lives angeschlossen, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie gehen die ersten Basismaßnahmen, wie funktioniert eine ordentliche Herzdruckmassage, wie verwendet man einen Defibrillator. Und wie man an dem Projekt sieht, sind die Schülerinnen und Schüler mit Feuereifer dabei, nehmen das sehr gut an. Und so kommen wir eigentlich in die Situation, dass die Schülerinnen und Schüler das schon können und, was auch super ist, in den Familien weitertragen. Einfach sagen, hey, schaut mal, ich habe da was gelernt, so geht es. Und wenn man das nächste Mal beim Notfallpatienten vorbeikommt, können nicht nur die Schülerinnen und Schüler helfen, sondern auch ihren Eltern zeigen, was sie tun sollen, wen sie anrufen müssen. Und so schaffen wir es einfach, dass wir die Herzsicherheit für die Salzburger Bevölkerung noch mehr erhöhen. Wir sind für Lebenskompetenzen zuständig. Das heißt, das Jugendrotkreuz engagiert sich im Bereich Schwimmen, im Bereich der freiwilligen Radfahrprüfung, der Verkehrssicherheit und ganz stark natürlich im Bereich der Ersten Hilfe. Und darum sind wir auch involviert im Projekt Kids Save Lives, das von den Notärzten der SALG initiiert worden ist und vom Jugendrotkreuz umgesetzt wird. 75.000 Euro sind jetzt schon in die Hand genommen worden, um möglichst viele Schulen mit diesen Puppen, mit diesen Übungspuppen auszustatten. Und wir sind jetzt schon bei der 63. Schule, die wir entsprechend ausstatten können. Ziel ist, dass wir flächendeckend an allen Schulen im Land Salzburg letztendlich die Kinder und Jugendlichen schulen können und so zu mehr Sicherheit beitragen können.